Wir alle gehen davon aus, dass die Welt unabhängig von uns existiert. Die Wirklichkeit erleben wir als Realität. Ein Stein ist ein Stein. Eine Pflanze ist eine Pflanze. Und ihre Eigenschaften kann man objektiv messen und bestimmen. Doch dies ist nicht immer so, erkennt der erst 23 Jahre alte Physiker Werner Heisenberg bei einem Besuch auf der Nordseeinsel Helgoland im Jahr 1925. Heisenberg zeigt, dass in der Welt der kleinsten Teilchen, der Welt der Atome und Elektronen, die Wirklichkeit nicht aus Dingen aufgebaut ist. Solange wir Elementarteilchen nicht beobachten oder messen, existieren sie nur in einer Art unbestimmten Schwebezustand. Heisenberg versucht, die Bahnen der Elektronen im Atomkern zu berechnen. Doch letztlich erkennt er, von Elektronenbahnen kann man gar nicht sprechen. Die Bahn entsteht erst dadurch, dass wir sie beobachten. Das Wesentliche dabei ist, dass er festgestellt hat, dass er dann zwei verschiedene Eigenschaften, also wie zum Beispiel Ort und Geschwindigkeit oder hat, dass wenn er die miteinander multipliziert hat, P mal Q, sagt, das ist nicht dasselbe wie Q mal P. Ja? Und er sagt, das geht doch gar nicht. 2 mal 3 ist doch auch 3 mal 2. Ja? Das spielt doch keine Rolle, wenn man multipliziert, ob man von links und rechts multipliziert. Aber als er das gemacht hat, dann hat er auf einmal die Resultate gekriegt, die er eigentlich erklären sollte. Und da war er also ganz glücklich darüber, hat dann noch festgestellt, dass es in sich konsistent war, dass es also nicht nur gemogelt war, sondern aber er hat eigentlich nicht wirklich gewusst, was es war. Zurück an der Universität Göttingen erkennt Heisenberg zusammen mit seinem Lehrer Max Born die Bedeutung der mathematischen Formeln, die den Namen Matrizenmechanik oder Quantenmechanik erhalten. Wirklichkeit zeigt sich als ein Meer von Möglichkeiten mit berechenbaren Wahrscheinlichkeiten für ihre Realisierung. Heisenberg selbst hat da den Begriff Potentialität verwendet. Man kann nur sprechen von Möglichkeiten für Messergebnisse. Aber man darf nicht davon sprechen, dass diese Teilchen existieren in irgendeiner Form, wie wir es uns vorstellen. Natürlich, das Elektron selbst existiert. Aber ihm einen Ort zuzuschreiben, ihm zu sagen, es ist irgendwo, aber wir wissen es nur nicht, das wäre ein Fehler. Doch wie entsteht die Welt, die wir erleben? Statistiker arbeiten mit Mittelwerten. Der Bayer ist 1,78 Meter groß, 85 Kilogramm schwer und trinkt 200 Liter Bier pro Jahr. Dieser Bayer existiert aber gar nicht. So sind auch Elementarteilchen zu sehen, die Professor Dürr als Wirks bezeichnet. Wenn ich 1 Gramm Materie habe, besteht es aus Billionen mal Billionen Wirks, ja? Und er sagt, das verhält sich selbstverständlich ganz anders, als wenn ich nur ein einzelnes habe. So wie wenn ich von einem Menschen spreche. Ich habe 7 Milliarden Einwohner und jetzt spreche ich über den Menschen. Da finde ich keinen einzigen, der dann so aussieht wie das, was ich ausdrücken kann. Ja? Sondern ich merke, wenn ich dann in die Einzelheiten gehe, das ist eine Riesenvielfalt. Aber für mich reicht das aus, wenn ich Autos verkaufen will. Aber wenn ich irgendwie einen Krieg gewinnen will, dann kann ich das so vereinfachen, dass es so aussieht, als ob das sozusagen eine Entscheidung möglich ist. Ja, ja? Ich meine, wir verstehen, in der Vergröberung kommt genau das Alte wieder zurück. Letztendlich kommt die uns vertraute, berechenbare Wirklichkeit auch in der neuen Physik wieder zum Vorschein. Spielt die Quantenphysik für unser Leben überhaupt eine Rolle? Das ist schwierig zu zeigen, warum etwas, was so winzig klein ist, auf einmal da ist. Aber dann sieht man, das ist eigentlich ganz einfach, der Aufwand. Und da nimmt man immer dieses Beispiel, dass man immer sagt, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Taifun auslösen. Also, wie kann das sein? Kleine Flügel da und auf einmal hat man hier einen Hurricane. Nicht und sofort, wie geht es? Nein, der hat nicht den Hurricane gemacht, aber der war auf einer Kippe, der Hurricane, dass er nämlich ein Gas war und jetzt wurde er auf einmal eine Flüssigkeit und da hat er eine Kettenreaktion ausgelöst, ja, und auf einmal wurde das.
Geschichte, dass das die Grund ist. Wir müssen, wenn wir in einen Zustand gehen der Unsicherheit, dann auf einmal werden wir empfindsam für alles, was im Hintergrund ist. Aber wir mögen das nicht, den Zustand der Unsicherheit. Wir sagen, wir verlangen, dass die Menschen, dass sie ausreichende Sicherheit haben. Wir sagen, ja gut, also wenn er total sicher ist, dann kann er sich gleich ins Grab legen. Aber dann ist er nicht mehr lebendig. Nicht nur der Flügelschlag eines Schmetterlings kann solch eine Kettenreaktion auslösen und große Bedeutung gewinnen, sondern auch alles, was wir tun oder nicht tun. Ebenfalls durch eine Kettenreaktion werden in einer sogenannten Nebelkammer Bahnen der Elementarteilchen sichtbar. Durch ihre elektrische Ladung erzeugen sie Kondensstreifen, ähnlich den Kondensstreifen von Flugzeugen am Himmel. Heisenbergs Entdeckungen sorgen für allerlei Gesprächsstoff. Bei Albert Einstein hat die Aufregung unter den Physikern anscheinend Assoziationen mit einem aufgescheuchten Hühnerhaufen hervorgerufen. Heisenberg hat ein großes Quantenei gelegt, schreibt er. In langen Diskussionen mit Heisenbergs Lehrer Niels Bohr versucht Einstein, Fehler in Heisenbergs Physik zu finden. Zuerst mal muss man den Einstein verteidigen. Es wird oft so dargestellt, als ob er die Quantenmechanik nicht verstanden hätte. Mein Eindruck ist, er hat sie sehr wohl verstanden, hat sie sehr genau verstanden, konnte aber die philosophischen Konsequenzen nicht akzeptieren. Genau dieser Punkt mit der Realität, der sich auflöst, das wollte er nicht. Und er wollte lieber eine viel, viel radikalere Physik, die irgendwie die Realität rettet. So gesehen hat Einstein sehr genau durchschaut, wohin es geht. Existiert der Mond auch dann, wenn wir nicht hinsehen? Fragt Einstein polemisch. Schließlich sollen laut Heisenberg auch Elektronenbahnen erst durch Beobachtung entstehen. Heisenberg ist sich intuitiv sicher, auf dem richtigen Weg zu sein, auch wenn er nicht alle Details versteht. Er vergleicht das mit einem Wandererlebnis in den Bergen. Wir waren offenbar in ein Feld ziehender Nebelschwaden gelangt und mit einem Mal konnten wir zwischen zwei dichteren Schwaden die helle, von der Sonne beleuchtete Kante einer hohen Felswand erkennen. Das genügte, um sich ein Bild der Berglandschaft zu machen und den Weg zum Gipfel zu finden. Mit seinem Lehrer Niels Bohr in Kopenhagen diskutiert Werner Heisenberg den richtigen Weg zum Gipfel der Quantenmechanik. Für die Physikwelt überraschend präsentiert der österreichische Physiker Erwin Schrödinger einen alternativen Ansatz, um Vorgänge im Atom zu berechnen. Schrödinger sieht das Atom als schwingendes System, vergleichbar den Saiten eines Musikinstruments. Seine mathematische Formel bewährt sich ebenfalls bestens. Bald zeigt sich, dass Schrödingers Ansatz äquivalent zu Heisenbergs Quantenmechanik ist. Das heißt, seine Formel kann mathematisch in die Formel Heisenbergs überführt werden. Heisenberg hatte 25 die Matrizenmechanik formuliert und Schrödinger Anfang 26 die Wellenmechanik. Und beides lieferte eine fantastische Erklärung, zum Beispiel der Spektren von Atomlicht, Licht, das von Atomen ausgesendet wird. Es war eine offene Frage, wie es das gibt, warum kann es da zwei verschiedene Theorien geben. Schrödinger selbst hat gezeigt in einer sehr berühmten Arbeit, dass die beiden ineinander überführbar sind. Das heißt, die beiden sind eine verschiedene mathematische Beschreibung desselben physikalischen Sachverhalts. Und warum ist sowas möglich? Wieder, weil das einzig Wesentliche die Beobachtungen sind. Niels Bohr will in den hitzigen Diskussionen mit Werner Heisenberg das Wellenbild und Teilchenbild gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen. Sie schließen sich zwar gegenseitig aus, aber andererseits ermöglichen erst beide zusammen eine vollständige Beschreibung der Vorgänge im Atom. Das ist auch der Grundgedanke von Bohrs sogenannten Komplementaritätsprinzip. Werner Heisenberg sucht einen anderen Ansatz. Ich konzentrierte meine Anstrengungen jetzt ganz auf die Frage, wie in der Quantenmechanik die Bahn eines Elektrons in der Nebelkammer mathematisch darzustellen sei.
Es mag an jenem Abend gegen Mitternacht gewesen sein, als ich mich plötzlich an mein Gespräch mit Einstein besann und mich an seine Äußerung erinnerte: Erst die Theorie entscheidet darüber, was man beobachten kann. Es war mir sofort klar, dass der Schlüssel zu der so lange verschlossenen Pforte an dieser Stelle gesucht werden müsse. Was man in der Nebelkammer wirklich beobachtet, sind nicht die Elektronen, sondern Wassertröpfchen, milliardenfach größer als ein Elektron. Die richtige Frage muss für Heisenberg also lauten: Kann man in der Quantenmechanik eine Situation darstellen, in der sich ein Elektron ungefähr, das heißt mit einer gewissen Ungenauigkeit, an einem gegebenen Ort befindet und dabei wieder ungefähr eine bestimmte Geschwindigkeit besitzt? Eine kurze Rechnung bestätigt, dass man solche Situationen mathematisch darstellen kann. Die berühmte Unschärferelation bedeutet zuerst mal, dass sich Ort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig wissen kann. Ort ist jedem klar, Impuls heißt nichts anderes als Masse mal Geschwindigkeit. Also ich kann nicht gleichzeitig wissen, wo ein Teilchen ist und wie schnell es sich bewegt. Das bedeutet, dass die Berechenbarkeit der Welt prinzipielle Grenzen hat. Auch die Kausalkette von Ursache und Wirkung gilt nicht mehr uneingeschränkt. Der Zufall hält Einzug in das wissenschaftliche Denken. Albert Einstein kann die philosophischen Konsequenzen der Quantenmechanik nie akzeptieren. Gott würfelt nicht, sagt er. Doch er kann keinen Fehler in Heisenbergs neuer Physik finden. Einstein war in seinen Forderungen zu weitgehend. Und die haben sich als falsch herausgestellt, nicht? Es ist nicht nur der Zufall jetzt außer Zweifel. Es wird sogar verwendet in Zufallszahlengeneratoren und so weiter. Es gibt auch andere Dinge, die Einstein bezweifelt hat, wie eben die Frage, dass es eine Realität nicht geben sollte ohne Beobachtung. Werner Heisenberg ist nun der neue Star am Physikhimmel. Zahlreiche Universitäten buhlen um den jungen Professor. Heisenberg entscheidet sich für den Physiklehrstuhl in Leipzig. 1933 ist Werner Heisenberg am Zenit seiner Karriere. Im Alter von 31 Jahren wird ihm der Nobelpreis für Physik verliehen. Im selben Jahr, 1933, kommen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht. Viele Wissenschaftler verlassen das Land. Ende 1933 wird auch Heisenberg von den Nationalsozialisten bedroht. Nach der Vertreibung seiner jüdischen Mitarbeiter wird er selbst als sogenannter weißer Jude angegriffen. Seine Physik wird als jüdische Physik angefeindet. Es ist eine schwere Zeit für Werner Heisenberg in Leipzig. Er fühlt sich politisch und wissenschaftlich isoliert. Deutschland steht vor dem Krieg. Im Februar 1937 verliebt er sich bei einem Konzert in die Buchhändlerin Elisabeth Schumacher. Schon bald darauf heiraten sie. Mit Elisabeth hat Heisenberg später insgesamt 7 Kinder. Im Sommer 1939 ist Heisenberg auf Vortragstournee in den USA. Die Amerikaner versuchen, ihn zum Bleiben zu überreden. Lange ringt er mit sich, ob er dem verlockenden Angebot nachgeben soll. Doch letztlich entschließt sich Werner Heisenberg, mit seiner jungen Familie in Deutschland zu bleiben.